Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin NoSkillGamer und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. So, wir spielen heute mal wieder eine Runde Fortnite, wie ihr seht. Ihr werdet euch wundern, warum ich jetzt auf einmal diesen komischen Schweif und diesen komischen Skin habe. Und zwar habe ich, bin ich jetzt auf dem Account von einem Freund gerade unterwegs und lande hier jetzt erstmal in Anarchy-Akris. Zumindest in der Nähe, auf diesem Feld und gucken wir mal, wo wir jetzt landen. Ich denke mal, ich lande in dem Haus da drüben oder so. Ja, genau da. Ich flieg da einfach mal oben hin und mach einfach mal die Wand hier kaputt und hol mir erstmal die Munition und die Pumpgun, die da rumliegt. Und ja, ich gehe jetzt mal durch die Tür und ich höre gerade, da ist noch jemand im Haus. Da ist noch jemand im Haus und die Kiste, die gönne ich mir erstmal noch. So, Wand erstmal weg damit und die Kiste gönne ich mir jetzt. So, die Scheiße, die da drin ist, die nehme ich mal mit. Den Stilltrank, den könnte ich erstmal trinken. Ja, um die Ecke gehen, um nicht getroffen zu werden, darauf habe ich keine Lust. Und jetzt könnte ich mal gucken, wer noch in dem Haus rumlummert und eventuell den noch abballern. So, da hinter der Tür steht er, würde ich vermuten. Ich habe den gerade mal gesehen. Hören tut man ihn auf jeden Fall. Der wird doch noch die gleiche Taktik machen wie ich. Da wird jetzt der gewinnen, der einfach besser ist. Und ich ziehe einfach mal auf die Tür. Und gucke einfach mal, ob er rauskommt oder ob er nicht dahinter ist. Ja, da ist er. Oh, ich habe ihn gesehen. Und getroffen habe ich mir noch zweimal. Oder einmal, keine Ahnung. Aber er hat mich auf jeden Fall auch getroffen mit seinem Sturmgewehr oder was das war. Und ja, er wird schon nochmal kommen wahrscheinlich. Ich ziele einfach weiter auf Kopfhöhe auf die Tür. Und ich sehe ihn gerade, seine Hände mal, manchmal. Er winkt und dann, der saß, würde ich sagen. Und tot ist der Kerl. Das Raumschiff hat den Kerl eingesaugt und die Munition nehmen wir mit und laufen einfach mal weiter. So, jetzt hier, das Zimmer. Ja, das war nicht dicht mehr. Würde ich sagen, gehen wir mal raus hier ins nächste Räumchen und da ist auch nichts. Und dann nochmal hoch. Hier oben habe ich doch alles schon mitgenommen. Nee, das war der Gegner wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal raus, genau. Fallschaden habe ich auch noch bekommen. Habe ich nicht. Ich hatte ja vorher kein Leben mehr. Dafür nehmen wir jetzt mal das Medikit mit, würde ich sagen. Und machen wir jetzt mal hier bei die LMG rein. Und nehmen das erstmal, wickeln das um unseren Arm. Und dann haben wir hoffentlich wieder 100 Leben. So, die LMG, würde ich sagen. Schallgedämpfte Maschinenpistole. Also doch keine LMG. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wieder, Revolver ist besser. Na okay, eigentlich nicht, aber wir nehmen es trotzdem mit. Und jetzt gehen wir hoch und oben war immer noch keiner. Genau. Ich suche gerade einen Gegner, aber da ist gar keiner. Ich sehe gerade, ich muss mal langsam in die richtige Richtung laufen von der Zone. Aber da ist keine Hektik geboten, würde ich sagen, sondern ich renne einfach mal in die Richtung und ja, ich hoffe mal, dass da jetzt nicht so allzu viel los ist. Weil der Weg ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gerade der kürzeste. Die Munition nehme ich noch mit. Da hinten ist noch eine Kiste, die mache ich auch noch auf. Und Raketenwerfer, den können wir mal gebrauchen. Den nehmen wir mal mit. Und ich glaube, der wird später noch eine große Rolle in dem Spiel spielen. So wie immer der Raketenwerfer das tut. So, jetzt laufen wir auf jeden Fall mal weiter und hoffen mal, dass wir mal ein paar Kills machen können hier noch. Einen haben wir ja schon und ja, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Das Mädchen, das wir da gesehen haben, da hinten läuft einer übrigens, an alle, die noch nicht gesehen haben. Das Mädchen, das da war, das war besser als ich auf jeden Fall. Nachdem die Gute den Frauenskin hatte mit den grünen Haaren und der ist ja jetzt, ich glaube, Stufe 50 oder sowas vom Battle Pass und ich bin gerade mal Stufe 40 an dem Account hier und ich gehe jetzt aber hoch. Ja, der Kerl ist entweder hinterm Haus oder läuft weg. Ich weiß es nicht. Ich laufe einfach mal jetzt auch dahinter, glaube ich. Er ist weg, denke ich mal. Den werden wir nicht mehr kriegen. Und wir laufen jetzt einfach mal dahinter. So. Hier, ich sehe ihn nicht. Da drin ist er nicht. Und wir laufen einfach mal weiter. So, und jetzt hier hinten. Die Partie machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Und ja, den Kreis, den können wir auf jeden Fall noch erreichen, wenn wir jetzt straight durchlaufen und nicht anhalten. Aber sonst haben wir ja auch wahrscheinlich noch eine minimale Chance, dass wir jetzt hier noch jemanden eliminieren. Und ja, hier, der Kreis ist jetzt nicht
zu weit entfernt. Das heißt, wir können ihn noch erreichen. Es ist machbar. Und wir haben noch 52, nein, wir haben noch 2 Minuten 50 Sekunden, bis der Sturm die Grenze erreicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach laufen. Dann könnten wir es doch schaffen. So. Ja, das würde ich sagen, schaffen wir schon noch. Wir laufen jetzt einfach mal am Loot Lake hier entlang. Und hier ist der gute Kerl schon. Und ja, dahinter ist dann auch schon wieder die Zone. Da würde ich sagen, laufen wir dann mal rein und hoffen mal, dass wir dort dann nicht gleich wieder einen Gegner treffen, sondern dann gut da einfach rumcampen können oder sowas. Oder einfach ein paar Kills machen können. Wir gucken einfach mal, wie es am besten für uns ist. Und ja, da vorne würde ich sagen, machen wir dann auch Pause, wo wir, da bin ich abgeschossen, sag ich mal. Ich baue mir mal eine Wand dahinter und gucke erstmal rum, dann wo der Kerl rumlummert. So, hier, ich gehe da mal hoch. So, jetzt gucke ich mal hoch und, ich sehe ihn gerade nicht, der wird hinter dem Stein stehen oder sowas. Es ist mir jetzt relativ egal, ich muss in die Zone gehen, ich laufe einfach mal weiter. So, und Loot Lake ist jetzt auch rechts von uns. Und wir laufen weiter in die Zone rein. Hinter dem Baum machen wir mal kurz Pause und gucken wir mal nach hinten um. Jo, wir werden wieder abgeknallt. Da war definitiv einer. Da hinten steht er beim Baum, genau, da wo ich jetzt hinschieße. Er ist aber leider weggelaufen, sehe ich gerade. Der steht da nicht mehr. Und ja, ich würde sagen, laufen wir erstmal weiter. Ja, wir haben einen Baum getroffen. Ich glaube, der Spieler, der war noch dahinter und wurde jetzt auch mit getroffen. Ich schieße nochmal auf den Stein. So, der Raketenwerfer ist so langsam, da hat er echt noch eine Chance zu entkommen, wirklich. Ja, da läuft er. Ich schieße nochmal auf das Haus drauf und dann würde ich sagen, da war noch ein anderer Gegner. Die battlen sich jetzt und dann laufe ich erstmal da hoch. So, ja, der Raketenwerfer hat echt eine entscheidende Rolle. Was will ich jetzt hier mit? Nein, die Pumpgun bringt mir auf die Entfernung. Eher wenig. Und hier oben haben wir jetzt ein paar Häuser am Start. Und da gehen wir erstmal hoch. Und wir sind jetzt echt im Kreis wieder da drin. Und ich werde auch abgeknallt von hinten. Das ist mir aber jetzt ehrlich gesagt komplett egal. So, ich werde weiter abgeballert. Ich weiß nicht woher, aber ich gucke trotzdem mal hinter den Baum. Und ja, werde jetzt mit dem Raketenwerfer mal auf den Gegner schießen, wenn ich ihn sehe. Alter, kommt er ja. Da kommt er. Da rechts, genau, da schießen wir mal drauf. Und der Schuss war perfekt, würde ich sagen. Aber allerdings ist er wahrscheinlich schon weitergelaufen. Ja, ist er. Und dann hatten wir, würde ich sagen, sehr wenig Chancen mit unserem Raketenwerfer den Kerl noch zu treffen. War jetzt ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Ich gehe erstmal hier rein. Und dann würde ich sagen, gehe ich da auch gleich hoch und werde auf den Gegner zielen, sofern er kommt. Oh scheiße, ich bin runtergefallen. Nochmal. Neuer Versuch, neues Glück und ja, wieder runtergefallen. Ja, ist peinlich. Ich gehe nochmal hoch und ich hoffe, diesmal falle ich nicht runter. Scheiße, an die Decke gestoßen. Und ja, hier über den Abgrund springe ich drüber. Den Revolver nehme ich nicht mit und ich guck mal, wo der Gegner jetzt ist. Da draußen baut er. Glaube ich. Ich sehe es gerade nett, aber ich vermute es mal ganz stark, weil der kann ja nicht einfach weg sein und ja, hier wird er wohl irgendwo noch in der Nähe sein, ne? So, hier, ich sehe nichts, keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe es gerade gesehen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich mach einfach mal die Decke weg, würde ich sagen. Und oh ja, der baut er. Oh, scheiße, ich hätte er schießen sollen. Scheiße, scheiße, scheiße. Neue Runde, neues Glück, meine Damen und Herren. Und ich weiß noch gar nicht, wo wir jetzt abspringen sollen. Wir gucken einfach mal, wo jetzt gerade hier, wo ich Lust drauf habe. Auch nach Akres, wo ich gerade einen coolen Kill gemacht habe. Da gucken wir jetzt nochmal in die Nähe und hoffen mal, dass wir wieder ein paar Kills machen können. So, ich lande hier erstmal und unter der Hoffnung, hier sind nicht zu viele Leute. Ja, da unten, ich sehe gerade, ehrlich gesagt, keinen Spieler, der noch hier landet. Ich gucke einfach mal, glaube ich, in dieses Haus dort. Der Gleiter ist auch richtig cool, oder? Ja, findet ihr auch. Ja, dieses scheiß Battle Pass Level, Alter. So, ich mache jetzt das Dach kaputt und gehe einfach mal rein. Und die Munition habe ich jetzt auch mitgenommen. Die waren aber noch kaputt. Ja, ich bin müde. Was ist hier so langweilig ist. Nein. Alles klar, wo ist die Akte drin? Ich glaube, ich werde abgebombt oder sowas. Getroffen hat er mich auf jeden Fall nicht.
Ja, die Kiste da unten, die machen wir mal schnell auf. Und da haben wir ein Medikit am Start und eine Schallgedämpfte. Und ja, jetzt bauen wir unsere Treppe da hoch und dann ist wieder alles paletti. Und ja, woher sind denn jetzt die Gegner, ist die Frage. Ich habe keine Ahnung und wir werden das wahrscheinlich gleich herausfinden. Und zwar ist hier jetzt. Ja, da war gerade einer, habe ich auf jeden Fall gesehen. Muss ja auch einer sein, der hat uns ja abgebombt und wir laufen erstmal weiter. Hier hinterm Stein bleiben wir, glaube ich, mal stehen. Bauen wir uns schnell eine Wand und laufen nochmal ein Stückchen weiter. Jetzt gucken wir mal hier hoch auf dem Versteckelchen. Und wo ist denn der Kerl? Oh, da unten am Fenster steht er. Ich habe ihn schon gesehen. In dem Haus ist er. Definitiv. Ich habe aber nur schlechte Waffen. Also haben wir ehrlich gesagt gar keine Chance. Ja. Also ehrlich gesagt haben wir keine. Das ist richtig. Und ich werde jetzt einfach mal, glaube ich, ihm die Wand kaputt schießen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ich werde ihm auf jeden Fall die Gelegenheit rauben, sich da hinten einfach zu verstecken. So, jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Ich sehe ihn gerade überhaupt nicht mehr. Ich weiß aber, der ist im Haus. Ich mache jetzt einfach mal die Wand hier kaputt. Und dann hoffen wir mal, dass er auch demnächst mal. Jo, sie ist kaputt. Der Kerl ist weg natürlich. Und der wird wahrscheinlich hier gleich um die Ecke biegen und auf mich draufballern. Ich renne erstmal um mein Leben. Der Kerl wird kommen, das ist klar. Aber ja, wir wissen noch nicht wann. Wann wohl die Schüsse kommen? Das ist die Frage. Da hinten schaut's nice aus. Da renne ich mal hin. Das nice Haus da hinten. Gucken wir mal, ob wir jetzt die Waffe hier noch einsammeln können. Die Schrotflinte nehmen wir noch mit. Und der Kerl ist uns bestimmt dicht auf den Fersen. Ich sehe ihn ehrlich gesagt gerade noch überhaupt nicht. Aber, ja, oder da hinten läuft er. Da hinten kommt er gerade aus dem Haus raus. Und ich probiere ihn erstmal von hier zu treffen. Ich habe keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Ich glaube nicht. Und ja, habe ich nicht. Die Zahlen waren nicht da eindeutig. Und hier ist Tomato Town. Und da gucken wir jetzt erstmal, ob der Gegner jetzt hier hinter dem Stein schon lummert. Ja, oder ist er schon? Ich gucke da einfach mal hoch und bam. Scheiße. Daneben da. Ach komm. Ach Gott, oh Gott. Neue Runde, würde ich sagen. Und wir springen wieder ab und gucken mal mit Valor, wie weit wir jetzt kommen werden. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehen will. Werden wir gleich sehen. Und ich würde sagen, Lucky Landing. Das ist auch ein gutes Lucky Landing hier. Guck mal einfach mal, wie das jetzt hier läuft oder so. In der Nähe hier von Lucky Landing. Ja, ich würde sagen, wir landen auf dem Berg, wo es die kostenlose Battle Pass Stufe gibt. Ich hoffe, es funktioniert. Nein, wir kommen nicht weit genug. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, würde ich sagen, bauen wir jetzt hier eine Treppe. Wir haben aber kein Material. Das ist auch nice. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir einfach den Baum unter uns erstmal ab. So, ja, dann fallen wir halt runter. Das ist das Problem, aber ja, das kleine Risiko werden wir jetzt eingehen für diese Battle Pass Stufe, die wir jetzt erstmal noch mitnehmen. So, jetzt hier den Baum machen wir ja fix und fertig, sag ich mal. Und ja, hier hoch, ja, bauen wir uns jetzt eine Treppe. Ich hoffe, es reicht vom Material her. Oh ja, jetzt muss ich erstmal die Treppe auswählen hier. So, die Treppe bauen wir jetzt hin. Und neue Treppe. Ich springe erstmal hoch und noch eine Treppe. Und noch eine Treppe. Da hüpfe ich mal hoch. Und. Och, scheiße. Naja, hatte ich kein Material mehr, würde ich sagen. Da machen wir noch einen Baum weg und dann gönnen wir uns die Battle Pass Stufe ganz oben. Ich hoffe mal, dass sie noch da ist oder dass ich sie finde. Ich weiß es noch nicht. Ich war da oben noch nicht. Aber angeblich soll die da liegen. Und. Ja, hier gehen wir mal hoch und da bauen wir jetzt noch eine Treppe nach oben und noch eine. Und jetzt sind wir oben, würde ich sagen. Und jetzt dürfen wir die Battle Pass Stufe da oben noch suchen. Wo liegt denn die? Ach, da ist sie ja. Da ist die gute Battle Pass Stufe haben wir auch eingesammelt jetzt. Und würde sagen, wir laufen dann jetzt auch mal, ja, hier runter. Und hoffen mal, dass wir keinen Fallschaden bekommen. Deswegen machen wir jetzt, bauen wir jetzt eine Treppe unter uns, damit wir nicht auf den Boden plumpsen und dann sofort tot sind, wie es eigentlich jetzt der Fall sein müsste. Deswegen Treppe und dann hier flutsch und die Treppe ist gesetzt und noch eine und das war's. Jo, wir sind unten. Ich laufe einfach mal weiter und guck erstmal, wie es jetzt hier weitergeht. Ja, die Frage ist jetzt, was wir jetzt hier machen können und ja, da hinten der Laster, da können wir jetzt mal reingucken, ob wir da eine Waffe bekommen. Wir haben ja immer noch keine, aber die Battle Pass Stufe haben wir ja mitgenommen. Da drin ist nichts mehr. Da hinten liegt eine taktische, sehe ich gerade. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und
Ja, die Jumpstones nehmen wir auch mit, dann kommen wir vielleicht noch in die Zone, bevor hier der ganze Spaß explodiert. So, verbrauchen und dann mache ich, würde ich sagen, hui, in dem Haus ist safe einer drin, ich hüpfe da mal kurz von oben rein, aufs Dach, würde ich sagen, und ja, ich gucke ihn erstmal runter. Okay, doch keiner drin und dann gehe ich einfach hier raus und springen weiter in Richtung Zone. Ich würde sagen, das schaffen wir nochmal easy peasy. Würde ich sagen, retten wir uns jetzt in die, ja, Zone. Und da hinten ist jetzt nochmal ein Haus. Da können wir nochmal die Beute plündern, looten nochmal richtig, weil hier anscheinend jemand umgebracht wurde. Da können wir nochmal uns volle Leben geben und hoffen wir, dass wir noch einen Kill machen in dem heutigen Video. Wenn nicht, dann gibt es natürlich im nächsten Video wieder genug Kills für euch. Und ja, ich hoffe mal, hier geht es jetzt noch irgendwie weiter. So, der Verband ist jetzt dran. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch für Waffen rumliegen. Jo, hier sind wir jetzt oben. Die Granate nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die können wir nicht verachten. Wir haben eine Sniper, aber keine Munition dafür. Und eine taktische Schrotflinte. Den Grün haben wir auch noch bekommen. Schwere Schrotflinte nehmen wir auch mit. Die Kiste wurde schon geöffnet. Warum lässt denn der die schwere Schrotflinte da? Schwere Schrotflinte. Schwere Schrotflinte, meine ich doch. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo jetzt Gegner hier rumlummern. Pumpgun nehmen wir auch noch mit, würde ich sagen. Statt der grauen Schrotflinte. Und dann nehmen wir die epische Schrotflinte wieder in die Hand. Und ja, in der Zone sind wir jetzt auch, würde ich sagen. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht gleich demnächst gekillt werde. Aber eine leise Vorahnung sagt mir schon, dass hier jemand in der Nähe sein wird. Nachdem die Zone jetzt schon eine Stufe kleiner ist, als sie eigentlich sein müsste. Ich laufe jetzt hier erstmal weiter. Alles klar. Ich war einfach tot. Und das war's dann wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Lasst eine Bewertung, ein Abo und einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.